Hubert, Limousine ist so ziemlich das Internationalste, was ich bisher von dir gehört habe. Also nicht nur wegen der Sprache, sondern auch von der Produktion her. Wie fühlst du dich so mit deinem neuen Image? Ja, nicht gut. Ich meine, nachdem wir die Goldene Zeiten-LP fertig hatten, kam unser damaliger Manager auf die Idee, eben die ganzen Songs von Goldene Zeiten mal auf Englisch zu singen, weil er glaubte, sie hätten irgendwo internationalen Standard. Das haben wir dann gemacht und haben dann gleich einen Vertrag bekommen in Amerika und in Japan. Waren vor Weihnachten drüben und hatten auch ziemlich Erfolg. Und eigentlich kamen zwei Sachen zusammen. Erst wollte ich die neue LP eigentlich auch auf Deutsch machen, für Deutschland und in Amerika in Englisch. Aber ich hatte dann irgendwie gemerkt, dass die Mentalität unserer Songs irgendwie dem Deutschen nicht so richtig entsprachen. Habe ich dann entschlossen, eben das Ganze mit Markus und Klaus zusammen auf Englisch zu machen. Mhm. Es ist unheimlich gut geworden. Ihr könnt euch gleich selbst davon überzeugen. Jawohl, hier ist Hubert K. und Limousine.